Schönen guten Abend, liebe Gäste, zur 51. Reihe, 51. Veranstaltung unserer Veranstaltungsreihe Gedrucktes. Und ich freue mich natürlich besonders, dass es heute fast voller ist als erlaubt. Herzlich willkommen Ihnen allen und vor allen Dingen begrüßen Sie bitte mit einem herzlichen Applaus meinen heutigen Gast Gisela Steineckert. Herzlich willkommen. So, mein Name steht hier auch immer irgendwo dran. Gesine Lötsch bin ich, falls das nicht bekannt ist, aber ich erzähle gerne so eine Geschichte von Richard von Weizsäcker, den, denke ich, in einer bestimmten Generation alle Leute kannten. Und erzähle das auch immer jüngeren Leuten, die sagen, ach, weiß doch jeder, wer ich bin. Das ist häufig ein großer Irrtum. Und ich hatte da so eine nette Begegnung bei irgendeiner Veranstaltung. Man stand hinterher in einem Gesprächskreis und dann kam ein weißhaariger älterer Herr und stellte sich vor und sagte, guten Tag, mein Name ist Richard von Weizsäcker. Ja, und da sage ich, na, wenn Richard von Weizsäcker sich vorstellen kann, dann kann ich mich auch vorstellen. Also, wie gesagt, Gesine Lötsch und ich habe Sie bereits zum 51. Mal hier einladen können. Wir sind hier im Karl-Liebknecht-Haus im Rosa-Luxemburg-Saal und ich freue mich, dass zu unserer vorweihnachtlichen Veranstaltung, wir haben ja hier auch ein paar Plätzchen, aber aufgrund der großen des großen Besucherandrangs konnten wir hier keine Kerzen aufstellen. Aber ich glaube, das Gespräch wird besinnlich und weihnachtlich genug werden. Sie kennen alle Gisela Steineckert, sonst wären Sie wahrscheinlich nicht gekommen. Und ich bin froh, dass sie zugesagt hat. Und wir haben darüber gesprochen, dass sie aus mir eigentlich überhaupt nicht verständlichen Gründen zum ersten Mal hier in diesem Saal ist, in diesem Haus zu einer Veranstaltung. Und da kann ich nur sagen, ich glaube, Sie geben mir alle recht, das wird wirklich Zeit, liebe Gisela, dass du heute hier bist. Mal einen Applaus dafür, bitte. Du bist ja eine unheimlich fleißige Schriftstellerin und Dichterin. Und das Buch, das muss ich schnell mal noch aus meiner Tasche holen. Wer hat mir meine Tasche gestohlen? Hier steht. Da steht sie doch, genau. Das muss ich ja hochhalten, damit das auch jeder sieht und wir es nachher auch gemeinsam besprechen, verkaufen können. Das ist... Hier, ich habe es gefunden. Ich habe es sogar schon in der Hand und es sind auch Lesezeichen drin. Also Gisela Steineckert, eines schönen Tages Erinnerungen. Und viele dieser Erinnerungen wird sie heute mit uns teilen. Und du bist ja mit diesem Buch schon ein bisschen unterwegs in der Republik. Und wie ist so deine Erfahrung? Ist es überall so voll wie hier? Meine Erfahrung bestätigt nur alte Erfahrungen. Indem ich ein Angebot mache, das aus meinem lebendigen Denken und Fühlen kommt, kann es mir doch gelingen, an Erinnerungen anzuknüpfen, die andere mit mir teilen. Das heißt nicht, dass die immer dieselbe Ansicht über diese Erinnerung haben. Es kann auch sein, dass sie es anders erlebt haben, anders bedacht haben, anders einordnen. Das ist ein Risiko, das hat man bei jedem Gedicht und bei jedem Lied und bei jedem Buch, bei jeder Art von Öffentlichkeit. Aber hier in diesem Fall habe ich so viele Briefe und so viele E-Mails, heutzutage normale Kommunikation, kein Mensch schreibt einem lange Briefe, auch wenige. Auch handschriftlich wenige, manchmal wenige, sogar. Ja, kostbare, gerade betont, ich schreibe jetzt mit der Hand und weil du auch mit deinem eigenen Kopf gedacht hast. Aber schöne Bestätigung, wo ich mich manchmal gewundert habe, denn auch das gibt es ja. Ich glaube, wir müssen das Mikro noch ein bisschen näher ranmachen, Michel. Ja, Dankeschön. Da kann ich leiser sprechen, das ist mir angenehm. Aber ich will den Gedanken nicht vergessen. Dankeschön. Ich habe mich deswegen manchmal gewundert, weil beim Reden über etwas, was ich dann als Erinnerung aufgeschrieben habe, hat mir manchmal jemand heftig widersprochen zu einer Meinung, die ich da früher geäußert habe, die er dann früher geäußert hat als Widerspruch. Und plötzlich kriege ich einen Brief, ja, wenn ich das gewusst hätte. Ja, wenn ich das gedacht hätte. Aber so haben wir nicht gedacht. Und jetzt schließe ich mich deiner früheren Meinung an. Das gibt's auch. Ja, deiner früheren Meinung an. Und dann sagst du, jetzt habe ich aber eine andere Meinung. Dann verwirrst du ihn.
In dem Falle nicht. Okay, darauf aber kommen wir dann vielleicht noch zu sprechen. Ich habe ja in Vorbereitung auf diese Veranstaltung heute natürlich nicht nur das Buch gelesen, sondern mir auch bestimmte Sachen im Internet angeschaut. Und du hast ja auch unheimlich viele Lieder geschrieben. Ich glaube, über 2000. Leg noch einen drauf. 3000. Wie schafft man das in einem Leben? Ach, das schaffst du nur, wenn du Spaß daran hast, wenn du Lust dazu hast, wenn es zu einem inneren Drang wird, wenn du gar nicht anders kannst als aufwachen und irgendwas liegt immer da, wo man was aufschreiben kann, ein Stück Papier ist immer da. Und dann singt sich da eine Zeile und der muss man dann eine zweite folgen lassen, abgesehen davon, ich hatte das unverdiente Glück, nachdem ich erst mit einer ungeordneten, wirklich enormen Anzahl von Talenten gearbeitet habe und mir auch die Mühe gemacht habe, weil auch das Spaß gemacht hat, aber es war was anderes, hatte ich, je älter ich wurde, umso öfter das Glück mit Menschen, wo ich dann hochgeguckt habe und gedacht habe, später Traum, vielleicht mal, aber das, da kommst du nicht ran. Alt muss man werden, dann kriegt man alles. Das ist eine schöne Ermutigung, glaube ich, für uns alle. Das ist wirklich, und dann ruft auf einmal so ein Idol aus frühen Tagen an und sagt, sag mal, du machst ja so viele Lieder, willst du ja auch immer was für mich machen? Und ich denke, das hat er jetzt nicht gesagt. Das hat er jetzt nicht gesagt. Das kann er nicht gesagt. Doch, er hat es gesagt. Und dann entstehen Lieder und dann sagt er hinterher zum Beispiel, wenn ich gewusst hätte, wie einfach das ist, mit einem Autor zu arbeiten, der so ist wie die, dann hätte ich das schon viel früher gemacht. Jetzt sagst du uns bitte, wen du gerade meinst. Maschine. Ja. Ja, Dieter Birr, wieder auf der Bühne und mit deinen Liedern. Ja. Schön. Und hochpolitisch, hochmenschlich, hochpolitisch. Sowohl als auch, ich habe in ihm jemand ganz anderen gesehen, als er sich mir dann gezeigt hat. Erstens habe ich gedacht, er sei laut. Er ist ein leiser Mann. Ich habe gedacht, dass er sehr streitbar ist und vorne, da steht er mit seinen endlosen Armen. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen mit so langen Armen. Obwohl ich diese langen Arme aus der Nähe erst am 19. Dezember zum ersten Mal in meinem Leben gesehen habe. Wir beide haben uns nie gesehen. Die CD war fertig mit Ehe der Krieg beginnt und zwei Hände mehr mit Dirk und so. Und wir hatten uns nie gesehen, wir haben nur telefoniert. Aber wenn ich ihn dann gesehen habe beim Abschiedskonzert der Pudis, dachte ich, mein Gott, wo rollt denn der diese Arme her? So, und dann macht er so und dann singen alle mit, ja? Und er ist ein sehr kluger Mann, was ich zu einem Teil darauf zurückführe, dass er nicht nur eine schöne, sondern eine sehr kluge Frau hat. Eine sehr geschmackvolle, sehr leise, aber bestimmte Frau, die mir sehr zusagt, weil die weiß, wovon sie redet und was sie damit meint. Und er ist ein engagierter Mann. Wenn du eine politische Meinung von ihm hören willst, dann kriegst du sie. Und zwar sehr eindeutig. Und das hat mir sehr gefallen. Er ist nobel. Das ist ein Mann, wie man ihn sich von ihm gewünscht hätte. Nur von dem aus, wie er auf der Bühne ist. Aber so ist er im Leben. Toll, da gibt es jetzt auch eine Konzertreise mit ihm, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber du hattest schon Dirk erwähnt, Dirk Michaelis ist damit gemeint. Und dessen berühmtes, also das Lied, was, glaube ich, ihn am bekanntesten gemacht hat, ist Als ich fortging. Ich habe mir das nochmal angeschaut auf den Videos, Klassik-Rock oder Ostrock in der Wuhlheide. Und dann sind ja auch immer die Fernsehkameras so ins Publikum gerichtet und man sah so richtig, wie die Leute alle so mitgingen und sich erinnerten. Wie ist es denn, ist wahrscheinlich mal, wenn Künstler sagen, na so eine blöde Frage, aber setzt du dich dann morgens so mit dem Ritual, morgens um 5 an den Schreibtisch mit einem Kaffee oder du sagst, ein Stück Papier liegt immer irgendwie da? Nee, ich setze mich überhaupt nicht. Und das kann im Laufen passieren, das passiert im Auto, dass ich so greife. Ich habe mal neben meinem Mann gesessen bei einer Veranstaltungsreise und habe an einem Tag eine ganze CD für, na, meine kleine Freundin damals. Eike, sag doch mal. Guten Morgen, Stadt und Leute. Für sie, das war die erste Platte ihres Lebens. Und mein Mann hat dann immer nur danach gegriffen, hat mir so ein leeres Buch rübergereicht
und ein Stift und fuhr schweigend. Mhm. Auch 500 Kilometer lang. Das ist so, wenn du so etwas machst, Lieder schreiben, da kommt ein Lied aus dem anderen. Und meine Lieder sind keine Literatur im Sinne von Dichtkunst, sondern ich erzähle unentwegt Geschichten. Und wenn jemand vor mir steht wie Dirk Michaelis, so viel Haare und also braun gebrannt, sehr schöner Kerl, und drückt mir so ein altes, wie wir früher so die Bänder hatten, Kassette, in die Hand und sagt, da ist eine Ballade drauf, musst du machen. Mhm. Und ich setze gerade an, ihm zu erklären, dass ich das niemals machen werde, weil ich Präsidentin des Komitees für Unterhaltungskunst bin. Und eine meiner Einlassungen zu Anfang war, ich werde nie mit jemandem arbeiten, mit dem ich vorher nicht gearbeitet habe, sonst denken die Leute, ich schnapp mir den. Mhm. Also habe ich es liegen lassen. Und dann habe ich eines Tages gedacht, das ist doch unhöflich, ihm das so zurückzuschicken. Und habe auf einen Knopf gedrückt und da kam die Kassettenrekorder nannten wir das früher, glaube ich, ne? Ja, genau. Ja. So ein Bandgerät. Ja, genau. Und mit der ersten Zeile war die erste Zeile da. Und dann habe ich gehofft, dass der normale Alltagslärm in der Wohnung und das Telefon mich nicht stören. Und dann habe ich das hintereinander geschrieben. Aber dies ist das einzige Lied, das der öffentlichen wirklich Würdigung eines großen Missverständnisses ausgesetzt war. Das Lied ist niemals dazu gemacht worden, um die DDR abzuschaffen. Oder wie die Schauspielerin sagt, die es also gegen meinen Willen immer zu singt, was sie nicht sollte. Und Dirk hat ihr geschrieben, lassen Sie das, Sie können es nicht. Das war der letzte Arschtritt für diese Scheißmauer. Nein, war es nicht. 86, wenn ich das immer wieder sage, ich habe doch 86 nicht gewusst, was an Weltpolitik passieren würde. Wirklich nicht. Ich glaube, es hat niemand gewusst. Heutzutage tun ja manche, als hätten sie alles vorausgesehen. Ja, aber sicher. Ich glaube, es hat niemand gewusst. Ich habe protestiert im Buch, in der Zeitung, bei den Veranstaltungen, habe gesagt, ich habe aufgeschrieben, was der Junge mit 11 Jahren gefühlt hat, weil seine Mutter verlassen worden war und so traurig war. Da hat er sich hingesetzt und hat für Mama eine Melodie gemacht, hat sich aber nicht getraut, mit der Melodie irgendwas zu machen, außer sie ihr zu schenken. Und dann, als er 19 war, hat sie gesagt, warum machst du denn daraus nicht mal ein Lied? Da hat er gesagt, darf ich nicht, gehört doch dir. Nein, hat sie gesagt, daraus muss ein Lied werden. Also er kam und es kam, wie es gekommen ist. Und wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, ist ja dieses Lied auch gerade in Dresden zum Tag der Deutschen Einheit, wie es so offiziell heißt, aufgeführt worden mit vor einem riesen Publikum und das war ja wirklich auch, glaube ich, nochmal ein super Erfolg für alle, die auch dabei waren. Du hattest schon selbst das Stichwort gerade gegeben, Präsidentin des Komitees für Unterhaltungskunst. Warst du da sowas wie eine heimliche Kulturministerin oder was hattest du da eigentlich zu tun? Was waren deine Aufgaben? Nein, also das nun ganz und gar nicht, denn hier war zum Ausgleich für die Künstlerverbände eine Organisationsform geschaffen worden ohne Konzeption. Das heißt, kein Mensch wollte eine Gleichstellung der Unterhaltungskünstler, dieser Leute und so, mit den Künstlerverbänden. Also so etwas wie eine Konzeption dafür, eine Ausstattung dafür oder gar eine Grundsatzerklärung in den Ämtern hat es nicht gegeben. Es bestanden Missstände und die Missstände bestanden darin, dass die meisten nicht reisen durften und dass es eben keinerlei Klärung gab, wer darf denn nun auf die Bühne und wie viel darf der denn dann dafür kriegen. Und das waren alles so bezirkliche Sachen. Also wenn ich mich daran erinnere, dass Gundermann verboten war in seinem Bezirk, und das zog natürlich andere Dinge. Sie haben ihn aus der Polizei entfernt, nur weil er gefragt hat, wie lange das mit der Kohlegewinnung noch sein soll. Er liebt seinen Traktor, mit dem er seine Heimaterde aber abgräbt. So, das hat den ersten Sekretär dazu verleitet, ihm alle Nachteile, die so ein schöpferischer Mensch wie
Also wirklich, Gundi war eben so, wie er sein musste, aber wir wussten uns zu helfen. Und aus dieser Schleue heraus, dass wir zum Beispiel Gundi eingeladen haben, außerhalb der Konkurrenz in Frankfurt an der Oder ein Sonderkonzert zu geben, überfüllt, und nach dem dritten Lied stand ich dann auf und habe gesagt, Gundi, ich helfe dir, und wenn ich zu Fuß nach Hoyerswerda komme. Und da hatte ich eine Jury, da durfte ich gar nicht mehr Juryvorsitzende sein, weil ich ja Präsidentin war. Ich hatte eine Jury, die so wunderbar war. Das war eine verabredete Rollenverteilung. Die sind dann zu mir gekommen. Und als ich sie gefragt habe, na, wer kriegt jetzt den Hauptpreis, haben sie mich bockig angeguckt und haben gesagt, Gundi. Und da habe ich die Flasche Wodka rausgeholt, habe sie auf den Tisch gestellt und habe gesagt, na, dann können wir ja mal anstoßen. Und das hieß, dass der Minister für Kultur, das muss ich dazu sagen, sonst weiß man nicht, was das für Folgen hatte, hat die höchste Einstufung für ihn unterschrieben, indem er den Hauptpreis unterschrieben hat. Ja. Und da war er gerettet. Solche Dinge haben wir immer zugemacht. Die waren nicht legal, die waren aber auch nicht kriminell, sondern die waren pfiffig. Und mir wurden immer die Lösungen vorgeschlagen, wenn mir das Problem vorgeschlagen wurde. Und ich hatte keine Angst davor, das irgendwo hinzutragen, wo sie es auch nicht haben wollten, wo ich aber nicht wieder wegging. Aber eine Konzeption oder gar eine Ausstattung oder Geld oder ein Rahmenvertrag oder irgend sowas hat es nicht gegeben. Es gibt ja diesen Kampf zwischen E- und U-Musik immer noch heutzutage. Oder ist das heute anders aus deiner Sicht? Ja, das ist völlig anders, weil sich inzwischen, da muss man auch wieder aufpassen, U so weit des sogenannten kulturellen Erbes oder der ernsten Kultur und Kunst bemächtigt hat, sich da eingemischt hat und auch die Maßstäbe verändert hat. Wenn du, mir ist es selber so gegangen, als der Dirk in Dresden mit dem Kreuzchor zusammen, als ich fortging, gesungen hat, überkam mich auf einmal so ein Gefühl von Versöhnung. Und ich dachte, dann lass sie doch glauben. Aber es ist schön. Es war schön, die Kinder singen zu hören. Und ich dachte, die wissen doch sowieso nicht mehr, was damit missverständlicherweise gemeint sein könnte. Für die ist das ein Lied, was vielleicht mit der ersten Liebe zusammenhängt, als ich fortging. So war es ja auch gemeint, einer geht. Und ich habe die da reinen Herzens singen hören. Und es war so schön. Da dachte ich, scheiß drauf. Ich halte jetzt noch mal das Buch hier in die Kamera, Eines schönen Tages. Und wenn man dieses Buch liest, dann hat man den Eindruck, jeder, der in der DDR was mit Kultur zu tun hatte, den kanntest du persönlich. Das war meine Generation, ja. Wir haben sie noch alle gekannt. Das tut mir manchmal leid, wenn ich so erzähle, ja, und Arnold Zweig und so. Und alle, also diese Immigranten, Peter Edel war nicht nur, wie er immer gesagt hat, mein Bruder, der wohnte im Nebenhaus, sondern er war mein bester Freund, wirklich. Und ich hatte die Ehre, als er geschrieben hat, wenn es ans Leben geht, naja, wenn wir uns vom Balkon sehr weit so zur Seite geneigt haben, dann konnten wir uns sehen. Aber er rief dann an, darf ich dir ein paar Zeilen vorlesen? Ja, dann bin ich rübergegangen und dann waren die paar Zeilen 18 Seiten, 20 Seiten. Aber er brauchte das. Er hatte 5 Konzentrationslager überlebt. Ich wäre mit, also auf Glasscherben dorthin gegangen. Und das war so tiefes Erleben. Er war mein Lehrer in vielem. Ich durfte ihn auch auf die Finger hauen, weil er natürlich Untugenden hatte, die sie alle haben, ja. Diese Neurosen, der hat nachts seiner Frau mit der Taschenlampe ins Gesicht geleuchtet, um zu sehen, ob sie wirklich da ist. Und diese furchtbaren Albträume, die er hatte, und die Angstpsychosen, die er hatte, das kannten wir, damit konnten wir umgehen. Mein Mann war sein großer Bruder, der fuhr ihn dann mit dem Auto immer überall hin. Aber Peter Edel war auch der Mann, der es nicht ertragen konnte, wenn wir in da oben in Pankow hatten wir da immer unsere Sitzungen vom Vorstand des Schriftstellerverbandes.
Und da haben wir dann vorher immer Mittag gegessen, aber er konnte nicht ertragen, wenn der mir zuerst das Essen hingestellt hat. Weil in demselben Moment in ihm der Wahn erwachte, das war die letzte Portion, ich kriege nichts mehr. Das darf man aber, ich habe viel über ihn geschrieben, über Peter Edel, und das war eine so enge, wunderbare Möglichkeit zu lernen, zu lernen, zu lernen. Was später dann anderen dicken Büchern und Wenn es ans Leben geht, zum Beispiel, ne, fortgesetzt haben. Aber wir haben sie noch gekannt, ja. In dem Buch kommen ja auch einige vor, die jetzt noch auf die eine oder andere Weise aktiv sind, zum Beispiel Wolf Biermann. Wie sind denn so die Erinnerungen an Wolf Biermann, die du hast? Die kann man in dem Buch nachlesen, und da sind sie hieb- und stichfest. Alles das, was ich da geschrieben habe, ist belegbar. Und mich wird niemand zwingen können, Respekt vor einem Menschen zu haben, den ich kannte, mit dem ich befreundet war, mit dem ich einiges erlebt habe, was ich lieber nicht erlebt hätte. Aber bitte, wenn jemand ihm unbedingt zu seinem Geburtstag gratulieren will, dann mag er das tun. Ich habe ihn gesehen, wie er hier im Roten Rathaus aufgetreten ist, und da haben sich meine Erfahrungen mit ihm nur neu um eine Anekdote erweitert. Aber wenn anschließend der Präsident und also die Präsidentin dahin gehen und sich bedanken für das, was er da gesagt hat über die Linken und wie er sich dort benommen hat. Er war eigentlich dort, um zu singen, ne? Ja. Aber er musste ja dort unbedingt wieder eine Kanonade an Schimpf loslassen. Ich bin froh, dass ich nun seit 30 Jahren nichts mehr mit ihm zu tun habe. Okay. Wir hatten aber ausgemacht, dass wir nicht nur reden, sondern dass du auch vorliest. Und wenn du möchtest, kannst du jetzt ein bisschen was vorlesen. Ja, aber dann wollen wir uns nochmal unterhalten. Ja, nicht, dass ich mich jetzt hier festlege. Mir macht das nichts aus. Ich kann hier stundenlang vorlesen. Aber ich möchte lieber mit dir dann noch reden. Ich dies und jenes, ja? Das können wir gerne machen, ja. Aber ich wollte ja auch meine Verabredung mit dir einhalten. Also kannst du ein bisschen lesen und glaubst, wir reden. Dass ich mich noch erinnern kann, was wir beide verabredet haben. Ich habe da großes Zutrauen. Ich weiß nur, dass es schön war, mit dir Mittag zu essen, und ich gedacht habe, ach, guck an, ja, sie ist doch so, wie ich gedacht habe. Sonst wäre ich auch jetzt nicht hier. Soll ich deine Lesebrille aufsetzen? Seid ihr alle noch da? Ja. Darf ich etwas erlauben, was sehr unhöflich zu sein scheint, mir aber gut gefällt? Wenn jemand was dazwischen rufen oder fragen möchte, bitte. So jung kommen wir nicht mehr zusammen. Und dann habt ihr es vergessen, stimmt's? Nachdem ich 5 oder 7 Mal alles umgeschmissen habe, mache ich es jetzt einfach so, wie es hier steht, ja? Die ganz normalen Leute denken, Courage würde was kosten. Glühende Zangen könnten sich senken. Was wird dann aus dem höheren Posten? Die ganz normalen Leute weinen, sehen sie andere an zu tiefem Graben. Dann gehen sie nach Hause, trinken sich einen froh, dass sie's leichter haben. Sie haben mit sich zu tun und lassen die Dinge der Welt auf sich beruhen. Mit dem Stein des Sisyphus umherzuwandern, überlassen die ganz normalen Leute doch lieber den anderen. Deutschland, Deutschland, mein düsteres Vaterland, deine klugen Kinder hast du verbannt, doch wasch ich den Namen Heine mit Gold, schüttelt gelähmtes urfrisch seine Mähnen, beißt in den Apfel mit scharfen Zähnen. Mit Alltag sind wir reich beladen, versehen mit Lach- und Kummerfalten, aber noch unterscheidbar
von krummen Gestalten, wo jeder die Wahrheit als Schminke trägt. Robe oder Kittel sind missbrauchbare Mittel. Täuschen über Wege zu Herz und Hirn. Wir hantieren mit kostbarem Gestirn. In unserem Volk, in Deutschland, das seine Denker und Dichter mit Hilfe vom grausigen Gelichter in Flammen oder Jauchen schlug. Sie verstieß, bis sie und das Meer sie zu fremdem Gestade trug. Sie bleiben Widersacher, Brändeentfacher, böser Lacher, die schwierigen Ungleichen, Dornenreichen, denen wir immer zu wenig gleichen. Oh, da gibt es eine Frage aus dem Publikum, wie erwartet oder wie erwünscht, ja bitte. Wann haben Sie das geschrieben? Also die letzte Fassung heute Vormittag. Darum wusste ich nicht ganz genau, ob ich sehen kann, weil die ist doof. Ich nehme lieber die andere wieder mit, der kann ich besser sehen. Ja? Weiter? Die Toten sind nicht niemals gefallen. Der Junge nicht unterm Birkenkreuz, so weit von zu Hause. Für wen? Er wusste noch nicht mal, wer er eigentlich ist. Teddy und Karl hatten keine neue Lebenszeit, nur weil wir beim Singen so tun. Reichen wir die Hand, wohin denn? Zu unserem Trost oder zum Ruhm der Nation? Rosas Gebrechlichkeit, scheinbar des Weibes, war nur die ihres Leibes. Wer war Isel Rosenberg? Hat sie ihr Vaterland verraten oder tat sie ihr Teil an der Rettung der Welt? Ging sie wie Ruth aus der Bibel fraglos ihrem Mann nach? Wann wird ihr Gerechtigkeit? Wer hebt das Todesurteil auf? Die Akten werden nicht kalt. Anne Frank wird niemals alt. Nur Unrecht scheint auf ewig zu ruhen, fern, fern und im Buchenwald. Könnt ihr zu Hause nochmal drüber nachdenken. Anstrengend? Gut. Nee, wir kriegen Wasser. Da fange ich an zu. Er hat gesagt, nur guckst du wieder. Frauen gucken immer. Gucken sich immer um, als ob ihnen einer gleich den Rock anzündet. Aber wenn sie von sich aus kein Feuer unterm Rock hat, kann sie auch nicht von den Männern verlangen, dass die ihr Dampf machen. Frauen sind doch Haie. Hältst du einen Finger in ihr Wasser, ist der ganze Arm ab. Richtet euch doch eine Heldenstadt ein. Wieder, da könnt ihr jeden Tag gegen Männer demonstrieren. Weißt du, was ich möchte? Ja. Von der Arbeit nach Hause kommen, was Schönes zu essen kriegen, bisschen gekrault werden, bisschen was rummachen. Schlafen und nächsten Tag dasselbe. Was ist dagegen zu sagen? Ich habe gesagt, erstens, nicht dasselbe, sondern das Gleiche. Und du bist sehr anspruchsvoll. Viel mehr kann ein Mensch vom Leben nicht kriegen. Du musst Arbeit haben, damit du von der Arbeit nach Hause kommen kannst.
Und du kannst nur dann nach Hause kommen, wenn du 4 Wände und ein Dach über dem Kopf hast, die bezahlt sind, sonst hast du kein Zuhause. Und du musst ein netter Kerl sein, damit dir jemand was zu essen hinstellt. Aber ein netter Kerl bist du nur, wenn du Arbeit hast und die Miete ist bezahlt. Und ohne lässt du dich nicht mal anfassen, geschweige denn kraulen. Und rummachen mit dir geht nur, wenn du deine Arbeit gemacht hast, die Miete ist bezahlt, das Essen hat geschmeckt und fürs Kraulen vorher war auch Ruhe. Und nur dann klappt's auch mit dem Schlafen. Er hat gesagt, du redest jetzt immer so lang. Ja, soll ich dir mal sagen, was ich gerne möchte? Von der Arbeit nach Hause kommen, was Schönes essen? Doch, ja. Wieder mal gekrault werden, ein bisschen öfter. Bisschen, also ich liegt ja nicht an mir, also ein bisschen könnte man ruhig öfter mal wieder ein bisschen, ja, früher. Eine Nacht lang durchschlafen möchte ich gerne mal wieder und am nächsten Tag dasselbe. Was ist dagegen zu sagen? Nichts. Sieht er ja ein. Der sieht aber in der letzten Zeit überhaupt immer alles ein. Also das kaum zu ertragen. Er hat gesagt, ohne Liebe drin ist es kein Leben. Nein, habe ich gesagt, aber ohne Leben drin ist es auch keine Liebe. Saßen wir da und wollten einen Hammer erfinden. Dabei ist Liebe doch sowieso schon Hammer genug. Und soll ich euch was sagen? Weil wir so da saßen und überlegt haben, ist ja auch eine Menge Zeit vergangen. Und kein Aas hat von draußen den Schlüssel in unsere Tür gesteckt, ist reingekommen und hat ihm was Schönes zu essen gemacht und mit mir rum. Kein Mensch, soll ich euch sagen. Es ist wirklich unerträglich, aber man muss wirklich alles selber machen. Die Männer haben nicht das Recht, uns unsere Haarfarbe vorzuschreiben. Nein, bisschen Rosé Tizian. Ich habe eine andere geheiratet und so wie du jetzt aussiehst, da mache ich Terror. Sie machen ihn. Aber wir Frauen haben nicht das Recht der ständigen Verallgemeinerung und Unterstellung. Jeder Mann darf mal über jeden Mann lachen. Lacht da aber mal über eine Frau, zeigt er endlich wieder sein wahres Gesicht, die Verratze des Unterdrückers. Die meisten Frauen können nicht über sich selber lachen und darauf haben sie kein Recht. Die Männer haben nicht das Recht, uns für unbelehrbar zu halten, nur weil wir es in gleichem Maße sind wie sie. Sie behaupten, es läge nicht in unserer Natur, korrektiv zu denken. Und darauf haben sie kein Recht. Wir Frauen haben nicht das Recht, das Monopol auf jede männliche Begierde zu erheben. Er hat am Anfang gesagt, so wie mit dir war es noch mit keiner anderen. Aber wir haben nicht das Recht, dieses Wort eines Tages in furchtbarer Weise wahr werden zu lassen. Männer können nur dann treu sein, wenn sie ungestraft träumen dürfen. Sie wären es nicht. Die Männer haben nicht das Recht, uns noch einmal großzuziehen. Auch der Beste unterliegt dem Aberglauben, er fände unsachgemäß bearbeitetes Material vor, das er nachbessern muss. Aber wir Frauen haben nicht das Recht, so schwach zu sein, dass uns gerade das immer wieder passiert. Die Männer haben nicht das Recht, Feigheit mit Härte zu tarnen. Aber wir Frauen haben nicht das Recht, den Mann eben deshalb zu lieben. Und die unscheinbareren, progressiven, emanzipierten, weitgehend gutwilligen männlichen Moosblümchen
hochnäsig zu übersehen, den Mann nur dann zu lieben, wenn wir ihn nicht verstehen. Die Männer haben nicht das Recht, uns nur dann zu lieben, wenn wir dem Tagesidol am nächsten kommen und wie ein Modeartikel gut im Preis stehen. Sie nennen Charakter und Reife, was sie selber allmählich formt, und nennen dasselbe bei uns Schwund des anfänglichen Wertes. Wenn jede vierte Frau so unschön wäre, wie es sich jeder dritte interessante Mann ohne weiteres leisten kann, dann bliebe jedes dritte Kind ungeboren. Wir haben aber nicht das Recht, den Mann so zu sehen, wie er schon nicht mehr ist oder nicht mehr sein möchte. Das wäre unzulänglich. Die Männer haben eigentlich nicht das Recht, uns ein Recht zuzugestehen. Denn wir haben ja jetzt, das habe ich gelesen, die gleichen Rechte. Nur macht aus euer Handy. Hol's raus und mach's aus, besser. Nur eine halbe Pflaume und eine halbe Birne ergeben niemals jene zwei Apfelhälften, auf die es doch angeblich für Mann und Frau ankommt. Auf die Suche danach zu verzichten, darauf haben wir beide kein Recht. Der Mann nicht und die Frau auch nicht. Es fliegt sich wirklich schlecht mit nur einem Flügel. Stimmt's? Jetzt habe ich so oft umgeräumt. Jetzt will ich doch noch etwas sagen, das eigentlich vorherigen Text verlangt, aber verzichten wir jetzt mal darauf. Ich denke, ihr werdet mich auch so verstehen. Das passt sehr gut zum Beispiel, wenn einer von meinen Heroen gerade ein Lied von mir singt. Da passt das immer sehr schön hin. Wo wäre denn Heimat, wenn das Herz fast stehen bleibt? Wo sind die Bäume, die dir rauschen, es geht vorbei? Wo fließt dein Brünnlein? Wer singt dir sein Heitschi bei? Wo wäre denn Heimat, wenn der Tod als Blitz erscheint? Wo wäre die Schulter, dass dein Herz sich leichter weint? Wer gibt dir Antwort auf die Frage, warum gerade jetzt? Es ist die Stille, die dich dann zu Tod verletzt. Wo wäre denn Heimat, wenn sich keins ums andere schert? Wo bleibt Vertrauen, wenn sich keins mehr wirklich wehrt? Was bleibt von Heimat, wenn der große Besen kehrt? Was bleibt von Heimat, wenn sie keine Liebe lehrt? Was bleibt dann von Heimat? Wollen wir einen Block uns unterhalten? Ja. Und dann lese ich noch mal was gut zum Schluss. Ich wollte jetzt noch mal, weil du sagst, wenn deine Lieder gesungen wären, 3000 Lieder, kannst du dich an alle erinnern? Ja. Die 3000 Lieder, die ich geschrieben habe, sind ja nicht alle gesungen worden. Ja. Und manche zum Glück nur selten. Und manchmal habe ich jemanden ermutigt, indem ich, der vorher keinen Komponisten und keinen Autor hatte, indem ich ihn ausgestattet habe mit Liedern, die ich aus ihm herausgeschrieben habe. Neulich hat mich jemand gefragt, wie kannst du denn so viele Lieder schreiben und sagst du da alles über dich? Nein, gar nichts. Wenn ich jemanden vor mir habe, für den ich gerne Lieder machen würde, dann, weil es mich reizt und glücklich macht, die aus dem rauszuschreiben. Mhm. Ich habe für Kurt Neulze über 100 Lieder geschrieben, auch für Angelika Neutschel. Ich habe für Frank Schöbel, und das kann ich doch nicht aus mir heraus in die Reihen immer mein Ich vervielfältigen. Nein, ich beobachte den. Und da fällt mir eine Zeile ein, die aus
der ergibt sich eine Geschichte, die nur dieser Mensch erlebt haben kann. Und manchmal, woher weißt du das? Das habe ich erlebt. Das kann ich vorher gar nicht wissen, aber wenn ich für Jürgen Walter 400 Lieder geschrieben habe, so habe ich mich doch nicht 400 Mal entblößt, sondern ihn. Er hat mir alles erzählt, ob ich da... Nochmal, sag mal nochmal. Keines der Lieder von den 3000 im Moment ein? Vielleicht hören wir sogar welche? Also hier? Hier, jetzt? Ich hätte welche mitbringen können, aber ich habe kein... Naja, passt mal auf, wenn ihr alle singen wollt, dann singt Schalali, Schalala. oder singt Kommen wir mal in eine Sonne von Frank Schöbel. Das kennt doch jeder. Ja, das Gemeine ist ja eigentlich, jeder kennt die Texte, aber es ist nicht immer jedem klar, dass sie von dir sind. Hast du da manchmal drunter gelitten? Darauf kommt es auch gar nicht an. Das ist doch ganz naja, unwichtig. Es ist ja nicht unwichtig, wenn du sagst, ach, ich kenne da so ein schönes Lied und alle nicken und erzählen dir das vielleicht sogar und du sagst, ja, ist von mir. Ja, nee, sag ich ja nicht. Ich saß mal in einem Konzert und da hat der Ernst Busch Chor auf der Bühne das Lied vom einfachen Frieden gesungen. Und neben mir sagte ein Mann, schönes altes Volkslied, nicht? Und ich habe gesagt, ja. Und habe es mitgesungen. Und er auch. Ja. Also das kommt überhaupt nicht darauf an, ob ich das... Es gibt Lieder, wo es mir so viel Vergnügen macht, sie zu hören. Wenn Frank Schöbel singt, Kommen wir mal in eine Sonne. Und singt dann so schön falsch mit den Kindern und die haben Spaß. So eine Sonne braucht natürlich einen Mann. Und da gibt er sich so komödiantisch schön und kindisch. Das macht mir, aber ob ich das geschrieben habe oder jemand anderes. Wichtiger ist, dass die Sache wirklich stattgefunden hat. Genau so, wir waren ins neue Haus eingezogen in der Leipziger Straße. Und die armen Kinder hatten weder einen Spielplatz noch durften die überhaupt unten spielen, weil alles noch mit Bauzeug da und sieben Kräne waren da und so. Und eines Samstagvormittags hat mein Mann gesagt, tut mir so leid, wie die Kinder da unten rumstehen, wissen nie, was sie machen sollen. Und fuhr mit dem Fahrstuhl runter. Den gab es immerhin schon. Als wir eingezogen sind, haben sie uns an der Wand hochgezogen mit so einer Platte. Und er ging runter und sagte zu den Kindern, kommt ihr mal in eine Sonne. Und da war ja dieser Pflasterstein und da hat er Kreide verteilt. Und allmählich sammelten sich dann nicht nur die Kinder aus dem Haus an, sondern auch die Erwachsenen. Und dann kam, worauf ich gewartet habe. Ja, da müssen wir jetzt aber auch Preise holen. Muss erstens, da hat mein Mann gesagt, Preise? Bei uns kriegt jeder den ersten Preis. Alle Kinder, jeder. Und ich bin mal hoch und runter gefahren, habe Kekse geholt und Brause und so, was es damals so gab. Das war ein wunderschöner Tag. Die Kinder haben gelacht und sich gefreut und waren beschäftigt. Es war genau so. Das hat mein Mann mit den Kindern gemacht. Und die durften dann auch mal zu ihm ins Auto einsteigen. So. Und das hat wirklich so stattgefunden. Und vieles von dem, wenn der Jürgen Walter singt, wo ich hergekommen bin, ja, da hat er mir ein Geschenk gemacht. Das hieß erst in einer Zeile, hat das Leben sich vor 20 Jahren gekehrt oder so. Dann saß ich einmal in einer Veranstaltung, wo er es gesungen hat, das ist wenige Tage erst her. Und da hat er gesungen, hat das Leben sich vor 70 Jahren gekehrt. War das Leben über Nacht die Mühe wert. Das hat mich gefreut. Da sind mir die Tränen gekommen, weil ich gedacht habe, er hat verstanden, was ich ursprünglich mit dem Lied gemeint habe. Weg der armen Leuten vor der Zeit das Herz. Also so wie er aufgewachsen ist, die Familie und so, die Verhältnisse damals. Das ist so absolut unwichtig, ob da mein Name steht. Unbekannter Verfasser wäre mir genauso lieb. Wirklich. Aber ein schönes altes Volkslied ist ja eigentlich auch, wenn man darüber nachdenkt, ein tolles Kompliment. Natürlich, ja. Aber damit hat es sich doch auch. Mhm. Es wäre doch doof, wenn es hieße, ein schönes altes Volkslied von Gisela Steinecker. Das wäre... Passt nicht. Kommen wir nochmal vielleicht zurück, wie alles angefangen hat bei dir. Warst du so in der Schule eine Schülerin, die gesagt hat, ich will jetzt Schriftstellerin werden oder? Das wusste ich ja gar nicht, was das ist. Ja. Also ich konnte schon lesen, da war ich 4 Jahre alt, weil ich so gierig darauf war und meine blöde Schwester es nicht begriff. Oh. Und da habe ich immer raufgeguckt und habe gemerkt,
Das ist dann, oh, warum sagt die jetzt nicht Oma? Das heißt doch Oma. Und die heulte immer und meine Mutter wurde wütend. Und ich konnte dann, als ich eingeschult wurde, mit 5,5 wurde ich eingeschult, da habe ich immer unter der Bank die Geschichten hinten im Lesebuch gelesen und hatte Angst, dass mich jemand erwischt, weil ich dachte, da muss ich nach Hause gehen und darf nie wiederkommen. Weil du schon alles kanntest? Oder ja, warum? Ja, nee, gar nicht. Sondern ich dachte, dass man das nicht darf. Okay. Man darf nicht lesen können, dachte ich. Und ich hatte viel zu viel Angst. Also. Und ich war 10 Jahre alt, als ich mir gegen die liebe, leere Kindheit, in der ich ja gelebt habe, immer so innerlich Lieder gemacht habe aus Wut. Und da war eine Melodie und da war eine Zeile und da habe ich jeden Tag neue Verse gemacht, weil mich gerade wieder eine Schelle gekriegt hatte. Mhm. Für nichts oder Prügel für nichts oder Verbote für gar nichts. Mhm. Aber dann gab es etwas, das hat mir auf den Weg geholfen. Alle wollten Post haben im Krieg. Mhm. Keiner wollte aber Briefe schreiben. Ja. Ich hatte keine größere Sehnsucht, als dass ich Briefe schreiben darf. Und da hat mich nie jemand gestört. Die waren alle froh, dass ich Onkel Erich und Onkel Mathieu und den Großeltern und die einen waren im damaligen Sudetengau, die anderen waren in Berlin, die dritten im Rheinland. Und die Männer waren, weiß ich nicht, mein Onkel Erich war an der Front. Und der hat jeden Tag einen Brief von mir gekriegt. Und als wir dann nach Berlin zurückgekommen sind, hat meine Mutter die alle in den Ofen. Der hat die mitgebracht in den Urlaub. Nein. Der hat die alle wieder mitgebracht, einen ganzen Schuhkarton voll. Und meine Mutter hat gesagt, wenn die Russen das sehen, erschießen sie uns gleich. Und so sind wir dann nach Berlin gekommen. Und das war in mir, das habe ich mir nicht ausgesucht. Der Fleiß, die Arbeit, das kam später. Erst mal so verrückt rumspinnen und sowas machen, das kann ja jeder. Aber dann habe ich gemerkt, was alles fehlt. Hm. Ich hatte keine Bildung. Ich hatte keine Ahnung, dass es Bücher gibt. Meine Mutter hat immer Zeitungsromane gelesen, so ausgeschnittene. Hm. Naja, Bücher, Lesebuch, aber mehr war da nicht. Und ich wusste gar nicht, als ich nach Berlin kam, habe ich diese Erfahrung gemacht, diese herrliche, dass es Volksbibliotheken, also Bibliotheken hat es ja schon früher gegeben, aber da konnte ich hingehen, konnte mir so einen Stapel holen. Und da habe ich ganz oben angefangen. Ich wollte zuerst Goethe, den Namen kannte ich. Mhm. Ja, und dann hatte ich ja mal ein Gedicht, dies ist ein Herbsttag, wie ich keinen sah. Und ich wusste, dass das von dem und dem ist. Und da wollte ich auch ein ganzes Buch, ob es vielleicht ein Buch von dem gibt, gab es. Und das Lesen war meine Schule. War eigentlich meine Volksschule und meine Universitäten. Und dann kam ein ganz großes Glück. Ich habe dann die Unterschrift meiner Eltern nachgemacht. Bringen wir es auf den Punkt. Oh, wer hat uns jetzt gerade hier Licht ausgeschaltet? Nee. Ja, der Satz hat jemandem nicht gefallen, das mit dem Nachmachen. Nein, der wollte das vertuschen, damit ich niemand irgendwie... Gefälscht habe ich die. Weil sie mir verboten haben, eine Lehre anzunehmen. Das sollte ich nicht, sollte auf dem schwarzen Markt schön Zwiebeln verkaufen und so. Das bringt mehr Geld. Meine Schwester, freudig erregt, machte das. Und ich bin zum Arbeitsamt gegangen und habe dort gesagt, ich bin 15 Jahre alt, stimmte nicht, ich war 13. Nee, 14 war ich, 14. Ich möchte gerne eine Lehre. Naja, haben die gesagt. Und haben mich zu Bert Moden in der Friedrichstraße geschickt. Der guckte an mir hoch und runter, sah meine Schuhe aus alten Fahrradreifen und guckte so hoch. Mein Mantel war aus einer Wolldecke. Der hat gesagt, nicht geeignet, hat das raufgeschrieben. Und dann habe ich auf der Straße gegen ihn gewütet. Hölderlin hat es auch schwer, habe ich gedacht. Das weiß ich noch ganz genau, Hölderlin. Warum der das eigentlich so schwer hatte, wusste ich eigentlich da noch gar nicht. Ja, und was also die Großen durchmachen mussten und Goethe und napoleonische Kriege und so. Und ich auch, schwer. Ich habe es auch schwer. Und dann haben sie mir aber eine Zuordnung gegeben in damaligen Haus der Flieger in der Leipziger Straße. Und da habe ich die Tür aufgemacht, war ein Baubetrieb und habe gesagt, ich möchte bei Ihnen als Lehrling anfangen. Der Chef war ein baumlanger Ostpreuße und sagte, dann mach mal hier eine Schriftprobe. Das konnte ich, hatte eine Schrift, wo mein Oberlehrer in Oberösterreich gesagt hat,
Diese Schrift ist nicht die, die wir hier in der Schule lehren, aber sie ist charakteristisch für die Gisella. Da habe ich da schwungvoll geschrieben, hat er gesagt, ja gut, kannst morgen anfangen. Und da habe ich Industriekaufmann nicht gelernt, aber das, was ich später brauchen konnte, Schreibmaschine schreiben. Berufsschule hat mich nicht interessiert, wer zieht einen Wechsel auf wen, habe ich nie begriffen. Aber Stenografie kann ich ja noch heute merken, die weiß ich noch heute. Und Schreibmaschine schreiben natürlich war dann die einzige im Büro, 87 Bauarbeiter und ich habe jede Woche die Abrechnung gemacht bei Kerzenlicht in der Küche, Stromsperren, Hunger, Hunger. 46 haben wir gehungert, aber wirklich. Und dann bin ich aber doch mal in die Gipsstraße gegangen. Das war die zentrale Schülerselbstverwaltung für ganz Berlin. Und da hat die Klasse gesagt, weil ich immer Filme nacherzählt habe, statt die Arbeiten zu machen, die die gemacht haben. Erzählen Film mit allen Dialogen. Da haben die gesagt, du gehst für uns in die Schülerselbstverwaltung. Wir können das nicht, wir müssen uns für die Prüfungen vorbereiten, die ich dann auch nicht bestanden habe, gar nicht erst angetreten. Da bin ich in die Schülerselbstverwaltung und dort haben wir eine Zeitung gegründet. Und in der war ich dann drin, da habe ich so einen kleinen Presseausweis gekriegt. Jeder hat das gekriegt, der das mitgemacht hat. Und auf diese Weise durfte ich zum Beispiel in Theater proben. Und ich durfte in Veranstaltungen gehen. Ich war in der Oper damit, habe Butterfly. Und der sowjetische Offizier neben mir hat genauso viel geheult wie ich. Und ich habe den immer weinen sehen und habe deswegen umso mehr geweint, weil ich dachte, muss man. Das macht man so jetzt. Wenn man in der Oper sitzt, Butterfly. Und da ist einer, der so weint, da muss man selber auch weinen. Aber ich habe da Artikel schreiben dürfen, die wurden dann in der Zeitung veröffentlicht. Und damals gab es die Premiere von Das kalte Herz. Und da war Lutz Moik, der den gespielt hat. Und den habe ich interviewt. Der hat mich nach Hause eingeladen und seine Mama, die mochte mich so gerne und wollte mich so gerne zu seinem Geburtstag einladen. War, glaube ich, sein 17. Und er hat gesagt, nein, dazu ist das ein viel zu ernstes Mädchen. Die kann man nicht zu so einer Feier einladen. Oh. Und dann hat die Mutter mir das erzählt, da dachte ich, wie schade. Ich hatte mich ein bisschen in ihn verknallt. Ja, ja. Ja. Und so... Das zog in der DDR wirklich, war das schon die DDR? Nee, die wurde es erst 49. 49, ja, 7. Oktober. Dann, ja, 49, das war dann, da war ich schon verheiratet mit 17, mit dem falschen Mann. Aber egal, ich will jetzt nicht mein Leben erzählen. Ich will nur sagen, in der DDR dann war das puppenleicht. Ich hatte nie die Möglichkeit, alles, was ich an Schule versäumt habe, fünfklassige Dorfvolksschule, ist meine einzige Schulbildung. Mehr habe ich nicht. Aber in der DDR war es ja so, wenn du irgendwo was gemacht hast, wurde jemand anderes auf dich aufmerksam und hat gefragt, würdest du bei uns auch mal was machen? So war, und es ging ja alle so schnell wieder weg. Es war ein solcher Mangel an Talenten in der DDR. Naja, wegen des Nachbarlandes, ne? Wo sie hingegangen sind, wegen der anderen Währung oder was weiß ich, aus welchen Gründen. Und da war immer, also als ich mein erstes Kinderhörspiel geschrieben habe, da kamen die vom Abendhörspiel und vom Fernsehen und beide haben gefragt, würdest du für uns was machen? Ja. Dann habe ich mehrere Hörspiele für Erwachsene geschrieben und ein paar Fernsehspiele. Und dann kamen die von der DEFA und haben gesagt, hier bei uns kannst du auch mal hier, guck mal, Dramaturgin hast du. Hat er immer Dramaturginnen. Und da war nie so, dass ich da anfragen müsste, könnte ich denn bei der für dich vielleicht für euch mal was schreiben? Nö, da waren die längst in meiner Leitung und wir haben zusammen gearbeitet. Das fand alles immer auf Augenhöhe statt. Wenn man jung war und was wollte und es dann auch gemacht hat, nicht wie Heiner Müller. Der hat zu Zeiten gelebt von Exposés, die er geschrieben hat. Die hat er immer bei der DEFA abgegeben. Dann hat er dafür 800 Mark gekriegt, hat nie wieder einen Pfennig dafür gerührt und hat dann wieder noch ein neues Exposé geschrieben. Der hatte gar nicht die Absicht, das zu machen. Aber
die haben es trotzdem genommen. Und dann hat es vielleicht jemand anders in die Hände gekriegt und der hat dann einen Film draus gemacht. Das geht auch. Vielleicht kommen wir mal aufs Theater zu sprechen. Du hast ja erzählt, du konntest mit diesem Presseausweis ins Theater gehen, in die Oper. Und du hast ja auch für das Theater im Palast gearbeitet. Ja. Da können sich ja sicher viele auch noch dran erinnern. Das war ja so mehr ein kleineres Theater, aber der Palast hatte ja, ja viele Facetten. Jetzt steht da dieses Schloss. Übrigens, sie müssen noch alles spenden für die Fassade, ne? Die Fassade ist nicht bezahlt. Nicht vergessen, sonst wird das nichts. Aber am Rande, ich will jetzt nicht ablenken. Und es gab ja Zeiten, wo die Leute wie verrückt ins Theater gerannt sind. Auch hier in die Volksbühne, ins Berliner Ensemble, aber auch irgendwo hingefahren sind, nach Schwedt oder so, wo man sagen würde heutzutage, man fährt doch nicht nach Schwedt ins Theater. Wie hast du das beobachtet? Wie hat das Theater so diese Strahlkraft doch wieder verloren? Wieder verloren, bedauerlicherweise. Ich hatte die Ehre, am 19.09.1990 um 19 Uhr die letzte Veranstaltung mit Angelika Neutschel und Musikern im Tipp zu machen. Theater im Palast für die Jüngeren. Theater im Palast Tipp. Das war sehr traurig, da habe ich sehr geweint. Es sind dann Kollegen gekommen, die ich weiß noch, der Micha Hansen ist gekommen und Jürgen Walter natürlich ist gekommen, um uns zu unterstützen an diesem Abend, weil sie wussten, das würde uns wehtun. Die Karten im Tipp waren schon immer ein Jahr im Voraus bestellt. Und da kamen dann an einem solchen, ich habe drei Abende, habe ich geschrieben und mitgespielt auf der Bühne. Vorher, dadurch bin ich dazu gekommen, hat die Vera Oehlschlägel wollte einen Abend mit Monologen für junge männliche Schauspieler machen. Und da hat sie vier Frauen angesprochen. Ja, sie wollte für diese vier männlichen Schauspieler, wollte sie vier Autorinnen haben. Ich kriege die jetzt, glaube ich, nicht alle zusammen. Aber vorhin wusste ich es noch. Egal, ich hatte den jungen, sehr jungen Jens Bogatke. Der heute noch, der war damals ganz jung. Also der hat sich immer, glaube ich, die kleinsten, schmalsten Jeans gekauft und die waren immer noch zu weit. Er war jung und... Er ist aber immer noch schlank. Ja. Wir hatten ihn neulich beim Lesen gegen das Vergessen, also was heißt neulich, am 10. Mai, Lesen gegen das Vergessen, da ist er aufgetreten, ja. Genau. Und da, den hatte ich. Und da habe ich einen Monolog geschrieben darüber, dass er seine Großmutter beerdigt hat, die er sehr geliebt hat und die alles für ihn getan hat. Das habe ich auch erzählt, was sie alles für sie war, hat er nie einen Fehler gemacht. Sie hat ihn wirklich über alles geliebt. Und nun ist sie tot und er war auf dem Friedhof und hat geheult und kommt nach Hause und sie hat ihm ihr Nähtischchen vererbt. Und in dem findet er die Briefe, die sie an die Front an seinen Vater geschrieben hat. Und er findet auch Briefe des Vaters an die Großmutter. Und als er die liest, da verliert er sie. Er verliert sie. So wie sie dem... Das hat aber noch einen Zusammenhang mit dem, was der Vater dort gemacht hat. Ja. So wie sie diesem eigentlich Verbrechervater, Nazi-Verbrechervater, geschrieben hat, das war genau so. Die ganze Liebe wie ihm gegenüber. Und er belegt das dann. Zu mir hat sie gesagt und da hat sie geschrieben. Und er verliert sie an diesem Abend. Und das hat Jens-Uwe Bogatke sehr gut gemacht. Er hat es nicht sentimental gemacht. Er hat es als ein Stück Entwicklung hier im Kopf. Etwas zu begreifen, was mehr nötig macht, als jetzt zu sagen, nee. Das war nicht meine Großmutter, dann will ich sie nicht. Und daraus folgte dann die Aufforderung von Vera, ob ich nicht einen Abend machen würde mit Liedern, Gedichten und Monologen. Und das habe ich gemacht, dreimal. Und das haben wir gespielt. Und dann kamen manchmal Brigaden von Eisenbahnerinnen. Ach, die hatten schon eine Pulle Wein geleert im Abteil. Und die waren da drin. Und da bin ich natürlich sofort hinterher dann zu ihnen gegangen und wir haben geredet. Und ich habe die so bewundert. Und die habe ich gesagt, und morgen habt ihr frei, alle Haushaltstag. Was?
Wir müssen um 7 wieder antreten, sagten die. Ja, feiern kann jeder. Aber am Tag danach, wie sieht's da aus? In ihren schweren Uniformen da, ja, waren die wunderbare Menschen. Es war wunderbar. Es ist eine Arbeit, bei der ich sehr, sehr viel gelernt habe. Gelernt habe, was hohle Töne sind, die zu Hause wunderbar gefüllt klangen. Plötzlich auf der Bühne habe ich gedacht, das hast du doch gar nicht gedacht. Da machen wir was anderes. Das war's. Und wir haben damals wirklich mit dieser Arbeit ein Publikum erreicht. Ich habe es nicht gezählt, aber jedes dieser Programme lief ja so ungefähr 2 Jahre, lief das ja immer ausverkauft. Und war ja eigentlich nur ein Treppenabsatz. Das Theater war ja gar kein Raum. Yes, das war ein Treppenabsatz. War dann irgendwie so flexibel da nutzbar, ja, ne? Ja, ja. Aber es war schön. Auch das war sehr schön. Dass es für mich keine Unterbrechung der Arbeit gegeben hat, das kam in eine reife Zeit, wo die Eitelkeiten schon alle zum Fenster raus. Da wurde auch sehr geholfen dabei. Also mein Verlagschef im Verlag Das neue Leben war der Rudi Hovernitz. Ich erinnere mich noch, dass er einmal von der Messe zurückkam und ich stand da gerade irgendwo rum und er sagte, du bist 4-mal überzogen. Also das heißt, die geplante Anzahl der Bücher war um das 4-fache in Leipzig bei der Messe überzeichnet. Und ich wollte gerade mein schönstes, eitelstes Gesicht aufsetzen. Da sagte er, alle übrigens. Alle. Aha. Eine kleine Lehre wieder. Alle, nicht nur ich. Und wenn man arbeitet, zieht eine Arbeit immer die nächste nach sich. Dieses Buch hier, eines schönen Tages, das ist zustande gekommen, weil ich mir am 15. Dezember vorigen Jahres die Hüfte gebrochen habe, nach 10-jähriger Pflege meines Mannes, Parkinson und blind. Und da wurden die Nächte immer kürzer und der Schlaf damit immer kürzer. Naja, da bin ich gestürzt und da musste ich ins Krankenhaus. Ich hatte mir im Dezember davor den rechten Fuß bei einem Sturz 3-mal gebrochen. Damit war ich nicht im Krankenhaus, da bin ich mit einem großen Schuh weitergehatscht. Aber mit der Hüfte, das ging ja nicht, da musste ich ins Krankenhaus. Was machst du da im Krankenhaus? Da liegst du, guckst dumm. Und eine Freundin, die Eike, die im Gegensatz zu mir 10-Fingersystem kann, die kam morgens schon immer mit ihrem Rucksack an, in dem sich entweder Haferflockensuppe für mich befand oder heißer Tee und frische Brötchen, setzte sich hin und ich diktierte ihr das gesamte Buch, sowohl im Krankenhaus Friedrichshain als dann bei der Reha in Hoppegarten. Da haben wir es dann fertig gemacht und zu dem Termin, den ich mir gesetzt hatte, konnten wir es per Knopfdruck aus dem Krankenhaus abschicken. Toll, ne? Was man alles so machen kann heutzutage. Das war schön. Ja. Das war schön. Und die haben es dann ja, uns per Knopfdruck auch zurückgeschickt. Und dann war es auf einmal da. Und das wäre ja gar nicht gewesen, ohne dass ich mir die Hüfte gebrochen habe. Ja. Nein, die Hüfte habe ich mir nicht. Das stimmt nicht. Oberschenkelhalsbruch war es. Ja, ja. Aber das sind langwierige Dinge, ja. Das ist ja leider... Ach was. Aber wenn ein Buch bei rauskommt? Ja. Nee, nicht nur, sondern... Ich habe gelernt, keinen Rollator zu benutzen, sondern gleich loszuhatschen. Und wenn man das nämlich macht, Hintern hoch und Kopf runter, mit dem Rollator immer zu laufen, da gewöhnst du dir den falschen Gang an. Das habe ich gleich nicht gemacht. Die haben mir auch dabei geholfen, haben mir alle dabei geholfen. Wenn jemand sah, dass ich jetzt also da wackelige Stufen, war immer jemand da, der mir die Hand gegeben hat. Ich muss sagen, also eigentlich war das eine sehr schöne Zeit. Ich konnte da wirklich mal machen, was ich wollte. Dann riefen die von unten zum Beispiel an und sagten, sind Sie gefasst auf Besuch? Nein, eigentlich nicht hier. Ja, kam Froni Fischer und besuchte mich. Aber nicht einfach so,
Nicht nur mit ihrer neuen Liebe, die sehr, sehr schön ist. Ja, wunderbar. Die ist so glücklich und er auch. Wunderbarer toll. Kerl. Sie daraufhin auch wunderbare Frau. Die singt wieder wie in ihren besten Zeiten. Aber deswegen war sie ja gekommen, weil sie eine CD machen wollte. Und es sind 9 Lieder von mir drauf, die ist auch inzwischen schon erschienen. Die kam deswegen, weil sie mir Kompositionen bringen wollte, zu denen sie Texte brauchte. Oder bei mir Texte abholen. Vielleicht welche. Haben wir auch gemacht. War eine schöne Zeit. Da hätte ich doch zu Hause gar keine Zeit dazu gehabt. Das stimmt. Das klingt überzeugend. Ja. Ja. Ich konnte den ganzen Tag von morgens bis abends schnell mal turnen und so. Das dauert ja nicht lange, eine halbe Stunde. Aber sonst konnte ich machen, was ich wollte. Was wollte ich machen? Arbeiten. Ich komme nochmal auf diese ganzen Singebewegungsgeschichten zurück. Du bist ja damit eng verbunden. Aber wenn wir jetzt heute so mal Jugendliche sehen, also oder junge Leute wie Michel zum Beispiel, du hast sicher Singebewegung. Den hätte ich sehr gerne genommen, wenn er singen kann. Singebewegung hast du, sagt dir das was? Nee. Es sagt mir was, aber das war. Du wirst jetzt auch nicht abgefragt. Es ist jetzt einfach nur die Frage. Also wenn er jetzt gesagt hätte, sagt mir gar nichts, das wäre die viel bessere Antwort gewesen. Wie würdest du ihm das jetzt erklären können? Was Singebewegung, ja, was war das? Natürlich kann ich ihm das ganz leicht erklären. Also sage ich mal ein Beispiel. Ich war dann verantwortlich für die Texterbude im Oktoberclub, ja? Da kam zum Beispiel von Bergmann Borsig ein Junge rein, ganz lange Haare, hinten so einen kleinen Zopf. Mit einer Gitarre. Und ich habe gesagt, spiel mal was, wozu du Lust hast. Also er spielte mir ein Lied vor und ich dachte, oh, ein Talent. Gitarre konnte man nachbessern, Stimme saß gut. Und er guckte mich beim Singen an. Und der Blick veränderte sich mit dem, was er gesungen hat. Und da dachte ich, ja, den wollen wir haben. Und als er geendet hat, guckte er mich fragend an. Ich guckte ihn begeistert an. Aber das hat er nicht so empfunden. Er sagte zu mir, und wann sagst du was von meinen Haaren? Und ich habe gesagt, was interessieren mich deine Haare? Ja. Das ist doch deine Sache. Vielleicht singst du mir noch ein Lied vor oder kannst du bloß eins? Nee. Sag gut, dann herzlichen Eintritt und komm am Mittwoch, da ist der ganze Clubrat da und da sah ich ihn und der spielt heute noch, der ist Musiker geworden, der, wenn er irgendjemanden trifft, mit dem er mich grüßen lassen kann, sagt, schönen Gruß an die Haare. Hat er noch Haare? Das weiß ich, vielleicht hat er keine mehr. Ja, genau. Aber damals war das ein Politikum. Ja, ich kann mich entsinnen. Also wenn mich dann der Befehl ereilte, ich darf nicht mehr zulassen, dass die jungen Leute auf der Bühne Jeans anhaben, wenn sie Arbeiterlieder singen. Weil das eine Beleidigung der Arbeiterklasse ist. Ich gesagt, habt ihr einen Vogel? Was soll denn das? Ja. Wir werden das jetzt sofort machen, aber dann spreche ich ein Verbot der FDJ-Blusen aus, weil das eine Beleidigung der jungen Weiber ist, die keinen so einen Busen haben, wie man ihn mit sich. Also war es beide. Und dann half mir mein Mann, der damals noch nicht mein Mann war, sondern Chefredakteur für Musik beim Radio. Und der dort über mich gesagt hat, der mich gar nicht kannte, aber der hat gehört, was ich mache und hat im Rundfunk bei einer Chefsitzung gesagt, diese rote Ziege hat uns gerade noch gefehlt. Das ist ja ein gelungener Auftakt einer. Da kannten wir uns ja nicht. Ja. Die will uns jetzt die ganze DDR mit blutigem Dilettantismus überziehen. Und es kam ein paar Jahre später der große Abend. Das war der große festliche Abend, Direktübertragung aus dem Fernsehen, der Abschluss von Schlagerwettbewerb da, wo Frank Schöbel und die Chris den ersten gemacht haben.
Ich gehörte zur Jury, leider verspätet. Ich hatte an der Arbeit gar nicht teilgenommen, was mich sehr wunderte, warum die mich nicht haben mitwerten lassen. Und dann hat mir aber einer gesteckt, dass die beim Schriftstellerverband angerufen haben, haben gesagt, habt ihr eine, die sich was Helles anziehen könnte? Wir haben jetzt 18 Männer mit dunklen Anzügen, sieht ja furchtbar aus, ergibt kein Fernsehbild. Könnt ihr uns eine schicken, die was Helles anzieht oder irgend sowas? Da haben die überlegt, wir haben ja keinen der Mitglieder. Naja, und da haben sie zu mir gesagt, würdest du daran teilnehmen an dieser Jury? Weißt du, die haben uns angerufen und haben dich so gelobt. Und die haben überhaupt kein Wort von mir gesagt, die kannten mich überhaupt nicht. Naja. Und was hattest du an? Schwarz natürlich. Ein schwarzes Wollkleid, so ein schwarzes Wollkostüm hatte ich an, sehr schick. Schwarze venezianische Ohrringe. Und ich saß mit Jo Schulz dort und wir haben uns unterhalten und die Tür öffnete sich und ein 1,93 großer Herr trat herein. Ich guckte den an und dachte, oh, lecker. Und er trat heran, um sich, um dem Jo Schulz guten Tag zu sagen, denn er wusste ja nicht, wer ich bin. Jo hat, der das alles wusste, hat sich ein Vergnügen daraus gemacht, uns einander vorzustellen. Und ich habe ihn angeguckt, dachte, was wird er jetzt sagen? Und da hat er gesagt, ah, aha, Sie sind Gisela Steinecker. Ja, ich bin die Frau, die die DDR mit blutigem Dilettantismus überziehen will. Ich bin dieses Flintenweib, bin ich. Der sagt, wer sagt denn sowas? Ich habe gesagt, Sie, das habe ich nie gesagt. Ich habe gesagt, diese Ziege. Aber ich habe nicht gesagt, dieses Flintenweib. Er blickte mir tief in die Augen und das war's. Das war's dann, ja. Ein gelungener Auftakt. Sozusagen. Aber die Singerbewegung war eine wunderbare Möglichkeit, jungen Leuten, die überhaupt keine Ahnung hatten vom Lied, aber eine Riesenlust zu singen, die aber nicht wussten, dass man nicht blägt, sondern singt und dass man den Text vielleicht auch verstehen sollte, nicht nur vom Ablauf, sondern auch vom Inhalt her. Und mit denen zu reden, war für mich eine große Lust. Aber das wollte keiner meiner Kollegen, weil die gesagt haben, nee, das sind so eine, die nehmen dich aus wie eine Weihnachtskanzel, da kannst du nach Hause fahren und kannst nicht mehr. Die sind gierig. Und da habe ich Jürgen Walter zum ersten Mal sehr schlecht Gitarre spielen hören und singen so, dass ich aufmerksam wurde und dachte, der müsste es eigentlich besser können. Der weiß es nicht genau, aber er ist sehr begabt. Und viele sind ja heute noch dabei. Manchmal sehe ich ein Gesicht und sage, du warst doch beim Dresdner. Ja, wenn es Remus warst du doch. Hast du da in der Mitte gestanden? Und dann sind es manchmal Leute, die nicht mehr hören wollen, dass sie mal zur Singebewegung gehört haben. Nein. Sie waren ja dann auf dem Konservatorium oder wo sie immer waren. Soll ja alles richtig sein. Aber die Musikschule Friedrichshain hat uns viel bessere Künstler geliefert. Da war auch Toni Kral war auch dort. Und Veronika Fischer, die hat in Dresden vornehm studiert, aber wer? Naja, das ist so ein Naturtalent. Die hat einen Hit gehabt und an dem Hit hat sie gelernt, was gut ist, wenn sie singt und was nicht. Mit der war ich später auch auf der Bühne, ja, für die habe ich auch Lieder geschrieben. Aber nee, richtige Sängerin, Uschi Brüning und ja, Uschi Brüning, auch Friedrichshain. Viele, die ich getroffen habe, waren in der Musikschule Friedrichshain und haben das nicht bereut. Haben also nicht den ganzen Weg gemacht. Wie Froni, die hat ja die Klassik dann, Mezzosopran und was weiß ich. Da mussten die alle sehen, dass sie wieder gesungen hat und nicht vorgetragen. Du hast gerade schon gesagt, naja, so mancher will das nicht mehr wissen, dass er mal dabei gewesen ist. Ja. Wie hast du denn die Zeit 89, 90 erlebt? Hast du da viele Freunde verloren? Oder? Also die Freunde, die man verliert, ja, das merkt man ja nicht. Die sind nur einfach nicht mehr da.
Die Freunde, die ich nicht verloren habe, das war sehr, sehr eindrucksvoll. Und dass sich da jemand auf einmal so dazugestellt hat und hat gesagt, ja, das haben wir damals so gedacht. Hm. So gedacht. Aber auch unter den ganz Jungen. Ne? Auch unter den ganz Jungen. Und für mich erschütternd ist, dass auch so ein Mann wie Toni Kral, dem Schreckliches widerfahren ist, ja, der, weil er nun auch die Stones hören wollte am Potsdamer Platz, hat er schließlich im Gefängnis gesessen und wirklich Schlimmes erlebt. Und das war ein einziges Unrecht. Sein Vater hätte anders eingreifen können, denn der alte Kral war mit dem Hager, als sie beide jünger waren, in England, in der Emigration zusammen und die haben dort die FDJ gegründet. Aber Kral fand es anständiger, sich nicht, oder erst nach 3 Jahren, um den Sohn dann dort zu kümmern. Aber von Toni, der ja mein Vizepräsident war im Komitee für Unterhaltungskunst, habe ich niemals einen zynischen, einen bösen, eine, sagen wir mal, Ausschmückung der eigenen Taten und Heldentaten. Ich habe sein Buch gelesen. Und das ist einfach gut und fair, abgesehen davon, dass er dort etwas Zauberhaftes über mich geschrieben hat. Sie war die Richtige an diesem Ort. Hätte es sie nicht gegeben, hätte man sie erfinden müssen. Toni. Aber ich glaube, dass ich keinen Freund verloren habe, um den ich jetzt noch weinen müsste, wenn ich darüber nachdenken würde. Ist mir nicht so aufgefallen, aber viele, viele haben sich wieder eingefunden bei der Arbeit. Sowas gibt es ja im Leben, ne? Dann denkt ihr, aber damit will ich jetzt nichts mehr zu tun haben. Wir machen alles anders, wir machen es besser. Wir machen es überhaupt erstmalig und einmalig. Dann irgendwann ruft er an und sagt, sag mal, warum meldest du dich denn nie? Sag ich, du, ich hatte deine Telefonnummer verloren. Ja, ich hatte deine auch nicht mehr, aber ich habe sie mir jetzt besorgt. Hm? Ich wollte mal mit dir reden, da mache ich nämlich gerade was und ja, ja, komm, reden wir drüber, ist gut. Ja, jeder hat das Recht, sich zu korrigieren. Ne? Du hast ja nach 1990 mitgegründet die Gesellschaft für Bürgerrechte und Menschenwürde. Und auch Haarig war ja dabei. Und nun ist ja gerade, wie Sie ja alle mitbekommen haben, wie wir Gisela alle mitbekommen, Gisela May gestorben, die ja eine Zeit lang mit Haarig auch zusammen war. Wie hast du denn Wolfgang Haarig erlebt? Also Wolfgang Haarig habe ich symbolisch gesehen auf Knien erlebt. Ein so kluger, ein Mensch mit einem solchen Gehirn war mir noch nie begegnet. Er war außerdem ein Mann, der Humor hatte, Witz hatte, Haltung hatte. Und ich weiß nicht warum, aber wahrscheinlich muss ich in einer Ansammlung von besonders damals gerade depperten Personen gesessen haben. Wir kannten uns flüchtig ja schon vom, ja, er war mit Gisela May im Oktoberclub und bei Veranstaltungen. Und ich hatte ja einen Geburtstag miterlebt bei Gisela May. Wir kannten uns sehr gut. Und ich habe auch für sie geschrieben, Lieder geschrieben. Und ja, da auf einmal sprach er mich an und sagte, du kommst mit in die Enquete-Kommission. Ja, bist du mal, ich in der Enquete, was habe ich denn da verloren? Das sind lauter Professoren, ich habe da überhaupt gar keine Ahnung. Und er hat gesagt, du bist dazu da, auf mich aufzupassen. Wenn ich mich verrenne und zum Beispiel gegen etwas stimme, wo alle anderen dafür sind oder umgekehrt, dann beharre ich auf meinem Standpunkt, dafür bin ich bekannt. Und wenn es mir selber zu lange dauert, dann gucke ich mal hin zu dir und dann machst du so. Dann weiß ich, dass ich jetzt aufhören muss. Und ich habe gesagt, das kann ich. Ich kann gar nicht unterscheiden, ob du Quatsch redest oder die anderen. Doch, doch, hat er gesagt. Doch, doch, das kannst du. Das hat aber nicht lange gedauert. Da haben die anderen Professoren spitz gekriegt, wann der zu mir hinguckte und was ich dann machte. Hat aber nichts genützt, denn Haarig hatte die Größe, dann die vorherige Abstimmung
zurückzunehmen, gilt nicht. War nur ein Probelauf. Und dann hat er es nochmal, hat er nochmal abstimmen lassen und hat gegen sich selber gestimmt. Das haben wir 3 oder 4 Mal erlebt. Den Spaß haben wir auch nicht überanstrengt. Aber er war ja schon ein sehr schwer kranker Mann. Und aus den Jahren im Gefängnis hatte er, dagegen konnte er nicht an, er wusste es aber, ein tief verwurzeltes Misstrauen gegenüber Menschen. Mir gegenüber nicht, ich war da zu harmlos. Aber zum Beispiel seine Frau, die er ja wirklich mit Hund bei Hund im Tier in Pankow kennengelernt hat, da im Bürgerpark, dass immer mal wieder in ihm der Gedanke aufkam, haben wir uns wirklich zufällig kennengelernt? Hat sie mir jemand geschickt? Darüber hat er manchmal auch mit mir gesprochen, dass das so war. Ich habe dann in dem sehr guten, sehr schönen Buch seiner Frau, habe ich das auch wieder gelesen. Das sind natürlich, genau wie bei Peter Edel, die Spätfolgen, ne? Von Unterdrückung und Leiden. Er hat ja 2 Herzinfarkte im Gefängnis. Aber es war einer der bemerkenswertesten Menschen, die ich kennenlernen durfte, wo ich überhaupt, dem hatte ich gar nichts zu geben, gar nichts. Aber er hat sich amüsiert. Und wenn es wichtig wurde, hat er gesagt, bist du dafür, dass wir jetzt dafür stimmen? Da war ich ganz sicher, dass ich dann dafür bin. Und so haben wir damals Isor zum Beispiel verholfen. Überhaupt, Isor war, weiß jeder, nehme ich an hier, die hatten gar keine Interessenvertretung, gar nicht. Die wollte niemand unter seine Fittiche nehmen. Und Harich hat zu mir gesagt, bist du dafür, dass wir dafür sind? Und gesagt, ja, bin ich dafür. Und wir haben dann mit ein paar anderen noch gesprochen und sie konnten dann bei der Gesellschaft für Bürgerrecht und Menschen... Bürgerrecht und Menschenwürde. Bürgerrecht und Menschenwürde. Konnten sie dann unterschlüpfen und konnten ihre Rechte verteidigen, was sie, wo es ja um Renten ging, wo es ja um Recht und Unrecht ging. Das haben wir damals gemacht und ich war ihm sehr dankbar dafür, dass er mich da mit reingezogen hat. Das war etwas, was ich gerne gemacht habe. Ich will mal noch eine Sache ansprechen, die jetzt mehr so Lichtenberg betrifft, Undine. Ja. Da bist du ja die erste Schirmherrin gewesen. Wie bist du zu diesem Projekt überhaupt gekommen? Also und ich weiß nicht, wer es kennt, Undine, Hagenstraße, ein ehemaliges Schwesternwohnheim, Mittelganghaus, sah Anfang der 90er Jahre ganz furchtbar aus. Und ist jetzt also ein tolles Projekt geworden, nicht nur als... Wohnbezirks, ja, so. Genau, also dort werden wohnungslose Menschen aufgenommen und ihnen wird wieder ins Leben geholfen, um das mal zusammenfassend zu sagen. Aber es hat ist ein großes Netzwerk geworden. Ja, großes Aber Netzwerk. Es war natürlich zu Anfang, haben sich alle dagegen gestemmt. Ne? Ich sag, die Wohnungen wären zu... Also es war, wie gesagt, ehemaliges Schwesternwohnheim, in der Nähe ist ja... ins Krankenhaus und dann wurde erst gesagt, naja, also da dürft ihr keine Wohnung einrichten, weil die entsprechen nicht der Norm, die sind irgendwie 5 Quadratmeter oder 3, keine Ahnung, kleiner. zu klein. So, und dann haben die Leute gesagt, naja, die das Projekt gemacht haben, ist euch lieber, die Leute leben auf der Straße als in einer kleinen Wohnung mit 3 Quadratmetern zu wenig. Aber wie bist du dazu gekommen? Ich war keine Schirmherrin, ich war eine der Erfinderinnen. Oh! Gut, dann es war ich das so, jetzt dass, ein dass ich 1990 mir damals, warum weiß ich nicht, den bei einem versuchten Urlaub das Handgelenk gebrochen hatte, was mein Mann mir bis heute übel nimmt, weil er findet, wenn man jetzt einen Urlaub macht, da bricht man sich nicht das Handgelenk, bloß weil ich meiner Enkeltochter die Badelandschaft nie gesehen zeigen wollte und das erste Becken, in das man sich so setzen kann, wollte ich ihr zeigen, bin aber selber barfuß rausgeklettert und jumm, Handgelenk. Und als wir zurückkamen, hatte ich Lust, nach dem Abschied aus dem Schriftstellerverband, der sich ja aufgelöst hat, ehrenhafterweise, gut, konnte man nicht verhindern, ich jedenfalls nicht, und suchte, wo kann ich denn hingehen, wo wird denn jemand gebraucht? Da dachte ich, was steht denn am meisten in der Kritik und wird am meisten unterdrückt? Die Weiber. Was haben sie denn? Die Weiber haben in der DDR, da gehörte ich nicht dazu, den
demokratischen Frauenbund. Ja, hatten sie. DFD, ne? Mhm. DFD. Ja, da war ich aber nicht mit dabei. Das war mir zu männerfreundlich, unterwürfig, nicht emanzipatorisch genug. Da habe ich gesagt, gehe ich mir mal angucken. Da bin ich da hingegangen und habe gesagt, was macht ihr hier? Und wenn ich Lust habe, mache ich mit. Und da haben die gesagt, das ist aber schön, da kannst du gleich anfangen. Nö, na gleich anfangen, doch, doch. Komm mal, wir haben Vorstandssitzung da draußen in, weiß nicht, Friedrichshagen, da hinter Friedrichshagen. Und da komm doch mal hin. Und da bin ich da hingefahren und habe mich mit den Frauen unterhalten. Und da habe ich gesagt, ja, ich komme und mache mit. Und 2 Monate später war ich mit 100% der Stimmen Vorsitzende des DFB, wie wir uns dann nannten. DFB war ich Vorsitzende, musste ich ja nun A, die Vorstandssitzungen selber leiten, nicht nur hinfahren, sondern musste auch daran mitarbeiten, ein Konzept zu entwickeln. Und das haben wir gemacht. Wir haben ein Konzept entworfen, wir haben danach gearbeitet, wir haben versucht, von den über Generationen gesammelten Ausstellungen wenigstens etwas zu behalten. Und wir haben, glaube ich, einen anderen Stil da reingebracht. Ja, wir haben uns da mit den Bezirken verständigt und wir waren dann dabei zu überlegen, welche wichtige Arbeit wäre denn zu leisten. Und da sagte jemand, wenn wir uns so ein altes Haus nehmen, so wie ich uns kenne, kriegen wir das Geld zusammen von irgendwer. Wir gehen betteln und wir machen Veranstaltungen in Karlshorst, dann haben wir die immer gemacht. Theater ja damals. Ja, Solidaritätsveranstaltungen für die Undine. Und das haben wir gemacht und das Haus ist geworden und wir hatten dort neben dem Vorstand hatten wir dort ein Rat, der zu der Undine gehörte. Und das glaube ich, das Schönste daran war, jeder, der aufgenommen wurde, sollte wieder hergerichtet werden für das normale Leben. Das heißt, ob er Säufer war vorher, ob sie eine Schlampe war vorher, ob sie im Gefängnis gesessen hat, ob er sonst was gemacht hat, vielleicht bei der Stasi war oder so. Na? Was können wir jetzt machen, damit du wieder ein eigenständiges Leben führen kannst? Und es hat sich dann im Laufe der Zeit herausgestellt, dass die Kraft, die der Einzelne vorher für sich nicht hatte, aber im Kollektiv dann gewachsen ist. Die waren dann, fühlten sich ebenbürtig allen anderen, haben dann Aufgaben bekommen. Du organisierst jetzt mal, das war im Park, so eine, na, sollen sie alle kommen, kein Honorar, singen können sie, turnen können sie, was sie wollen, spielen. Und dann ist derjenige auch an seiner Aufgabe, das weiß man doch, aus dem Leben gewachsen. Und dann haben wir nach und nach eben die Gelder erbettelt oder geschenkt gekriegt oder verdient. Naja, und das habe ich 9 Jahre gemacht, den Vorsitz dort. Und dann habe ich das übergeben, weil inzwischen musste ich wieder was anderes machen. Aber das war eine schöne Aufgabe, die mich auch sehr, sehr nah an viele Probleme rangebracht hat, die ich vorher so nicht gekannt hätte, die mir dadurch über Menschen verständlich wurden, die offen darüber gesprochen haben. Denn das war ja ganz wichtig, dass sie sich nicht zum Munde reden und dass sie nicht versuchen zu täuschen, sondern dass sie sagen, das und das habe ich gemacht. Aber das und das möchte ich versuchen, um da rauszukommen. Ja, und da hat sich dann eine Schneiderei angegliedert. Ah, schön, schön, die haben so schöne Sachen gemacht, haben dann Modenschauen gemacht. Da zieht doch eins immer das andere nach sich. Dann plötzlich war das Babelsberg Orchester da, hat nur für die Undine ein Solidaritätskonzert gegeben. Und ja, dann kamen die russischen Akkordeonspieler, die dann auch laut gesungen und getanzt haben, wo alle mitgesungen haben, beinahe über den Balkon gefallen. Das war eine schöne Aufgabe. Habe ich gerne gemacht. Ja, vielen Dank. Jetzt wolltest du noch ein bisschen lesen. Ach, eigentlich würde ich sagen, lesen tue ich ja wieder in den nächsten Veranstaltungen. Gut. Ich hätte es eigentlich viel lieber
wenn jemand mich was fragt, was er schon lange fragen wollte. Ja. Natürlich. Dagmar Friederich habe ich angerufen und habe zu ihr gesagt, kannst du Ehrenvorsitzende machen? So Patriarchin geben? Sie saß gerade in der Badewanne und sagte zu ihrem Mann, der ihr diese Nachricht brachte, na, wenn sie mich fragt, ja. Denn sie war ja auch meine, bei welcher Sache war die eigentlich meine Vizevorsitzende? Ich weiß jetzt nicht mehr. Aber wir, für sie habe ich auch Lieder geschrieben, aber die Dagi war immer sehr solidarisch. Dagi ist ein Mensch, der ein sehr großes Herz hat. Und wenn man zu der sagt, es gibt kein Geld, du kriegst auch sonst nichts, musst mit Undank rechnen, aber die Arbeit könnten wir zusammen machen. Da sagt sie, dann machen wir das mal. Mhm. Und so viele Jahre, ich glaube 12 Jahre ist die jetzt da. Ja, sie ist ja bei jedem Konzert und immer. Zieht sich dreimal um. Ja. Das ist natürlich auch immer beeindruckend, ja, immer mit die guten Kleider. Wir können uns sehr lange vorher, denn mein Mann war mal verknallt in die Dagi. Waren sie beide noch jung. Und als wir dann verheiratet waren, wollte er ein kritisches Wort über sie sagen. Da habe ich gesagt, wenn du dir einbildest, dass du die in den Mülleimer stecken darfst, nur weil du mal verrückt nach ihr warst, dann hast du dich geirrt. Zur Strafe kriegt sie jetzt 10 Texte von mir. Hat sie auch gekriegt. Ja, sehr schön. Ja, weitere Fragen, Bemerkungen, Erinnerungen? Oder wir gehen friedlich nach Hause und sagen, schön, dass wir uns gesehen haben. Du kannst ja auch was gefragt werden. Ja, jetzt wollen wir eine Sonne malen? Nee. Ja, möchte jemand noch was sagen, erzählen, fragen? Okay. Wenn ihr das nicht wollt, riskiert ihr, dass ich jetzt noch fromm werde? Nein, nicht fromm. Also wir haben draußen ja Bücher. Das, was der Anlass für dieses Treffen war, ist dieses Buch, Eines schönen Tages. Aber es liegen auch noch andere Bücher draußen. Ich habe das jetzt nicht alles mehr gemerkt, aber das wird man ja dann sehen. Und Gisela Steineckert ist auch bereit, hat sie auch schon gemacht, zu signieren. Darf ich jetzt noch was zu Jesus sagen? Bitte, das passt doch auch in die Jahreszeit. Die Fremden waren Flüchtlinge mit einem noch Ungeborenen. Aber die Einheimischen hatten ihre Nacht schon vorgerichtet. Sie hatten gegessen und die Schüsseln abgeräumt. Das eigene Bett war ihnen sicher. Es hatte sie keine Nachricht erreicht, wie diese Leute in solche Lage gekommen waren. Moment mal. Staub. Wenn ich jetzt anfange zu husten, muss ich nächstes Jahr um die Zeit wiederkommen. Dabei haben wir extra ohne Kohlensäure, weil das immer ist richtig. Besser ist zum Reden. Es hatte sie keine Nachricht erreicht, wie diese Leute in solche Lage gekommen waren. War der Mann kein Räuber, so konnte er doch ein Kranker sein. Und sie würden später den Tod mit ihm zu teilen haben. Welch ein erlösendes Wort. Geht in den Stall und nehmt Vorlieb. Aus dem Fell der Tiere dampfte köstliche Wärme. Josef bettete sein Weib auf Heu und Stroh und füllte eine Futterkrippe für das Ungeborene. Es war ihnen Gnade prophezeit worden mit dem auserwählten Sohn. Danach hatten sie nie gestrebt. Josef konnte der Treue seines jungen, kindhaften, oft den Träumen erliegenden Weibes sicher sein, nicht auch ihrer Liebe. Sie hatte ihn nehmen müssen und nun, da ihr kein Weib beistand, musste sie den Mann näher an sich heranlassen als vordem, wenn sie ihm den Anblick ihrer Nacktheit verwehrte und nach der seinen keine Sehnsucht zu haben schien. Es ist eine helle Nacht, sagte Josef. Unser Kind ist kein Sohn der Finsternis. Der Sohn war Marias Herz, das eben geboren worden war und später an ihm zerbrechen würde.
Das hatte mit dem Platz zu tun, der ihr als Frau zugewiesen war. Sie würde später dem Sohn folgsam sein müssen, wie sie es zuvor dem Gatten gewesen war und bleiben musste. Der Sohn würde seine Schritte in die Wüste lenken, in die Tempel, um sich früh altklug unter die debattierenden Männer zu mischen. Die besondere Nacht aber strahlte in einer Helligkeit, wie sie die Hirten noch nie gesehen hatten. Wie hoch her, das weiß der Mensch nicht, der keine Flügel hat und sich ohne Fell und Stoßzahn, ohne Hörner und Drachenhaut fürchtet. Die Hirten fielen auf die Knie, weil sie Hoffnung brauchten, und sei es die der Weissagung. So nahmen sie den Stern als Zeichen. Wer war er? Der Erlöser? Er soll später einmal gesagt haben, Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Aber er glaubte doch an Gerechtigkeit bis zu seinem Ende. Bis zu seinem Tod. So mag es sein, dass er die Mutter fortwies, um sie vor Steinigung und Dornenkrone zu bewahren, was ihr als nahe Angehöriger drohte. Es steht geschrieben, dass Maria in jener hohen Nacht in kostbare Düfte gehüllt lag. Es war Zeit, dass sich die Weissagung erfüllte, die Eroberer das Land verlassen und das Volk befreit würde. So wurde die Nacht geweiht, so wurde Weihnacht. Was aber ist aus den Wundern geworden? Myrrhe war damals kostbar wie Gold, Weihrauch nicht minder und es soll auch am Gold nicht gefehlt haben. Aber nirgendwo steht etwas von späterem Reichtum in der Familie des Zimmermanns Josef. Drei Könige. Drei. Woher kamen sie? Welchen Religionen gehörten sie an? Was einte jene Fremden vor dem Kind? Aus welcher Macht und Kraft kam ihre Demut? War die in Eroberung verstrickte, in Missbrauch der Macht begriffene Welt für eine Nacht still, als sich die Könige verschiedenen Glaubens vor einem Kind verneigten und keinen Sieg für sich suchten? Es steht, sie brachten Wünsche. Gewiss, dass ein jedes Menschenkind um die Weihnacht Trost erfahren soll und unsere Seele möge sich einen Spalt breit öffnen für den Fremden auf der Flucht, wenn wir selber gerade verschont sind. Maria im Dornwald, Maria glückselig, Maria unsere verfolgte Schwester. Ihr Sohn wollte die Wucherer vertreiben. Er verstand, Wunden zu heilen und teilte zu wenig Brot und Wein mit den vielen, die ihn hören wollten, um die eigene Kraft zu stärken. Er hat den Schnitt zwischen oben und unten nicht hingenommen. Deswegen musste er sterben. Einen dankbaren Sohn finde ich in ihm nicht, aber einen tapferen, redlichen Mann. Auf meinen heiligen Bildchen der Kindheit war er immer blond und blauäugig. Das wird er wohl kaum gewesen sein. Ich denke, er war Rabbiner, ein ungewöhnlich junger. Sonst hätte er nicht in den Tempeln mit den älteren Männern disputieren dürfen, wie es im Talmud heißt. Als Sohn einer jüdischen Mutter war er Jude. Es ist also dumm und perfide, den Juden vorzuwerfen, sie hätten den Christen umgebracht. Wenn Jesu Rabbiner war, dann muss er verheiratet gewesen sein. So lautet das Gebot. Wenn er verheiratet war, wünsche ich ihm Maria Magdalena zur Frau, die Liebende, nicht die dankbare Hure, die Jesus aus dem Staub hob. Als alles Volk von den Kreuzen zurückgedrängt wurde, blieben nur Maria und Maria Magdalena unter ihnen stehen, seine Mutter und vielleicht seine Frau.
Er könnte Kinder gehabt haben. Das würde mir gefallen. Ich brauche keine den Leib leugnende Gläubigkeit, keine Kirche, die Maria nur als Jungfrau erträgt und Natur zur Sünde erklärt. Ja, das gefällt mir. Ein verheirateter Erlöser, dem seine Klugheit, seine Güte und seine Latschen ausreichten, um zu tun, was er tun musste. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank an dich, liebe Gisela, und an Sie und euch als Publikum. Bevor ich den Blumenstrauß überreiche, möchte ich aber gleich ankündigen, was wir in unserer nächsten Veranstaltung, also deiner 52. bei Gedrucktes zu erwarten haben. Wir werden Uwe Carsten Haie begrüßen. Er hat ein Buch geschrieben, Eine deutsche Familie, die Benjamins. Da geht es um den Philosophen Walter Benjamin, aber es geht auch um die erste Justizministerin der DDR, Hilde Benjamin. Und mein Kollege sagte zu mir, es hat sich nur ein Sozialdemokrat getraut, so ein Buch zu schreiben. Wir dürfen gespannt sein, Sie dürfen gespannt sein. Und bevor ich mich bei dir bedanke, bedanke ich mich natürlich auch bei den Mitarbeitern, die mich hier mal unterstützen, bei Michel, der jetzt hier ist, ja, mit der Kamera, bei Klaus Singer und Julia und natürlich auch bei KD, der uns immer den Wein kredenzt. Das ist auch eine tolle Sache. Herzlichen Dank und jetzt herzlichen Dank an dich, liebe Gisela. Ja,